Das ging so, dass es also sozusagen einen staatlichen Galeristen gab. Das war der staatliche Kunsthandel der DDR. Und über den lief das. Das heißt, die Leute haben sich in aller Regel dort vorgestellt. Und es gab natürlich auch illegale Verkäufe. Die kamen mit Touristenvisa oder ja, Passierschein oder so an, kamen in die Ateliers und holten ein paar Scheine raus und haben die Kunst mit eingerollt und so. Und wie haben die das dann im Westen geschafft? Das weiß ich nicht. Also in den verschiedensten Varianten wahrscheinlich. Das ging ja nicht immer nur um 2x3 Meter Bilder oder so. Und dann gab es halt diese offizielle Geschichte. Die DDR war natürlich sehr interessiert an Westverkäufen, weil da gab es ja auch einen ganz ausgeklügelten Schlüssel, wie das bezahlt wurde. Das heißt, wir haben das wenigste davon in Valuta gesehen. Und das Ganze war ein Unternehmen von Schalk Golodkowski, was wir dann erst nach der Wende gelernt haben. Ja, so lief das damals. Aber das brachte uns eben diese Möglichkeit, ja, uns zu entziehen. Und vor allem, was auch wichtig ist, es war so ähnlich wie beim Leistungssport, die Offiziellen haben natürlich Freiräume geschaffen oder so Narrenfreiheiten, sage ich mal, so ein bisschen prononciert zugestanden, weil die natürlich an das Geld ran wollten. Es war nicht viel, natürlich, gemessen an dem, was die Wirtschaft brauchte, aber man hat ja damals jeden Pfennig sozusagen genommen, um die gigantischen Löcher zu stopfen.